Ganze 12 Abgänge hatte der SC Preußen Münster in diesem Sommer zu verzeichnen, von denen 5 recht schwer ins Gewicht fallen. Mit Patrick Huckle, Marco Rima, Jonna Bogo und Massimo Onatelli sind 4 Stammspieler oder zumindest gefühlte Stammspieler gegangen. Richtig schmerzhaft ist der Abgang von Offensivspieler Björn Kluft. Der 22-Jährige war einer der Shootingstars der abgelaufenen Saison, der nicht nur in Liga 3 groß auftrumpfte, sondern wie hier bei seinen 3 Treffern im Westfalenpokal gegen Verl maßgeblichen Anteil am Erreichen des DFB-Pokals hatte. Zwölf Abgängen stehen 12 Neuverpflichtungen gegenüber. Auf dem Papier und nach den Eindrücken der Vorbereitung sind Mittelfeldspieler Amaury Bischoff, Stürmer Matthew Taylor sowie Rechtsverteidiger Kevin Schöneberg Zugänge vom Format Stammspieler. Obwohl es die Kategorien Stamm- und Ersatzspieler für Trainer Pavel Dotschev gar nicht gibt. Für mich sind alle Spieler wichtig und das hat der letzte Saison auch das bewiesen. Die Rückrunde, wie intensiv alles war und wie viele Ausfälle wir hatten und irgendwann brauchte ich alle. Und jetzt wird auch nichts anders. Deswegen sage ich nochmal ganz klar und deutlich, ich habe keinen Ersatzspieler. Bei mir sind alle Stammspieler. Neben dem bereits Etablierten hat man in Münster stark auf Nachwuchskräfte gesetzt. Dennis Dovidat, 22 Jahre alt, soll auf links den Druck auf Dennis Grote erhöhen. Die 20-jährigen Robin Neupert und Tommy Gruppe sind talentierte Innenverteidiger, die sich einen Platz in der ersten Elf erarbeiten und in Liga 3 den nächsten Karriereschritt machen wollen. Auch der 22-jährige Offensivspieler Dimitri Nazarov gehört zu den hoffnungsvollen Talenten. Nazarov ist bereits in der Vorbereitung ein guter Schritt Richtung Startformation gelungen. Komplettiert wird die Liste der Neuen durch Mahmoud Sonmez und die Eigengewächse der Preußen. Aus der eigenen U19 sind Marco Caramaco, Julian Büscher und Simon Scherder in den Seniorenbereich aufgerückt. Aus der U23-Mannschaft ist Pascal Koopmann der Sprung von der Verbandsliga in die dritte Liga gelungen. Auf der Torwartposition sind keinerlei Überraschungen zu erwarten. Daniel Masuch ist und bleibt die unumstrittene Nummer 1. Die meisten Fragezeichen gibt es in der Abwehr. Gesetzt ist hier Fabian Hergesell, ob als linker Verteidiger oder wie im Test gegen Hannover 96 als Innenverteidiger. Das hängt dabei von der generellen Spielausrichtung ab. In der offensiven Variante könnte Hergesell nach innen rücken und Heise als offensiv denkender Akteur spielt dann auf links. Patrick Hirsch, nach langer Verletzung im letzten Jahr eigentlich Neuzugang Nummer 13 bei den Adlerträgern, hinterließ in der Vorbereitung einen sehr, sehr guten Eindruck und dürfte ebenfalls erste Wahl sein. Ein Wermutstropfen zum Start in Burghausen fällt Hirsch mit einer muskulären Verhärtung aus. Rechts ist Neuzugang Kevin Schöneberg erste Wahl. Das sowohl aufgrund seines Potenzials, aber auch aus Mangel an echten Alternativen. In der Innenverteidigung könnte es in dieser Saison interessant werden. Mit Kirsch und Kühne, den Neuzugängen Tommy Gruppe und U20-Nationalspieler Robin Neupert sowie dem Eigengewächs Simon Scherder stehen Coach Pavel Dotschev 5 Akteure für diese Planstelle zur Verfügung. Viel Auswahl also und nicht zu vergessen. Mit dem verletzten Clément Hallé kommt, frühestens allerdings zur Rückserie, nochmals richtig Qualität dazu. Im zentralen Mittelfeld haben Jens Truggenbrodt und Amaury Bischoff die Nase vorn, dürften nach den bisherigen Eindrücken auch gesetzt sein. Beide agieren als eine Art Doppelsechs, wobei Bischoff meist den offensiveren Part übernimmt. Dass auch Ersatzkapitän Truggenbrodt immer für offensive Akzente gut ist, hat er bereits einige Male, wie auch im Test gegen Hannover, unter Beweis gestellt. Auf der rechten Außenbahn dürfte wohl Benjamin Siegert in der Startelf stehen. Auf links wird nach den jüngsten Eindrücken wohl der gegen Hannover überzeugende Dennis Grote von Coach Pavel Dotschev den Vorzug gegenüber Dennis Dovidat erhalten. Mit den Eigengewächsen Pascal Koopmann und Julian Büscher stehen gute Wechseloptionen zur Verfügung. Gerade der variabel einsetzbare Koopmann hat bereits am Ende der letzten Spielzeit gezeigt, dass er lauffreudig ist und viel Druck machen kann. Der 19-jährige Julian Büscher gilt als großes Talent, soll jedoch behutsam aufgebaut werden und die Möglichkeit erhalten, sich ohne Druck weiterentwickeln zu können. Dimitri Nazarov hat die Vorbereitung zur Eigenwerbung genutzt. Er spielt eine Mischung aus offensivem Mittelfeldspieler und hängender Spitze.
Bei Offensivaktionen kann er auch als echte Spitze fungieren. Das ist der moderne Fußball letztendlich, weil die Spiele müssen sehr flexibel sein. Und das, was ich immer gesagt habe, System hin, System her, ist ja alles sehr relativ, wie man das sieht. Sie haben das jetzt so gesehen, dass ich 4-2-3-1 spiele. Ich sehe das bisschen 4-4-1-1, also mit einem hängenden Stürmer, der drumherum läuft. Im Sturmzentrum erste Wahl ist der US-Amerikaner Matthew Taylor, der aus der zweiten Liga von Paderborn kam. Taylor ist ein erfahrener Spieler, der schon bei Rot-Weiß Aalen bewiesen hat, dass er für 15 bis 20 Drittligatore gut sein kann. Und so könnte die erste Elf der Preußen zum Ligastart bei Wacker Burghausen aussehen. Rückt Hergesell nach innen, könnte Heise auf links beginnen. Offen ist auch, ob auf links Grote oder Dovidat auflaufen werden. Die Stimmung in der Vorbereitung war durchweg positiv. Nicht mehr viel zu spüren von den unruhigen Zeiten in der letzten Rückrunde. Der Kader der Preußen ist rund erneuert, gleichzeitig konnten viele Leistungsträger gehalten werden. Die Prognose, eine Verbesserung des 12. Platzes ist durchaus realistisch und sollte auf jeden Fall das Ziel sein.